Okay. Und damit heute schon zu dem Star des heutigen Abends. Das ist nämlich toll. Zwar werden wir heute zum Schauhaus Gewitter den Künstler, Schriftsteller und Musiker aus seinem neuesten Werk und seiner Roman Fall zum Chaos Echo Achso, das zuletzt erschienene ist das. Genau. Darf man kurz am Publikum zeigen, weil das sind tolle Bücher, weil der Jean die auch eigens illustriert hat. Und man kann die auch gerne erwerben. Und ich finde, das Schauhaus Gewitter ist ein Gesamtkunstwerk. Und heute werden wir erleben, wie bei ihm Lesung, Gesang und Malerei zusammenfindet. Und das Genre ist. Kleine Prosa. Ja. Ich gebe den Horst nochmal kurz weiter, dass wir nochmal zwei, drei Sachen sagen. Nein, ich hab. Ich Na ja, der Jean. Der Jean ist natürlich schon lange Künstler. Das ist gerade Also jetzt habe ich ja. Okay, also der Jean ist natürlich schon da. Ja, der Lernstab. Thank you.
eine blaue Jacke, in der Tasche Mais, ein paar trockene Körner. Hinter dem Spiegel ragt eine Zeitung heraus, datiert auf den 2. Mai 1907. Angestrichen die Besprechung eines neu erschienenen Buches. Punkt, Aros, Echo. Ich las und fand mich wieder in den kurzen Absätzen, in Beschreibungen, eigenartige Zustände im Hin und Wider und mehr. Ich steckte das Blatt wieder in seinen Platz. Thank you.
stand am Pumpenschwengel, erteilte heilendes Wasser, versprach es und reichte mir ein Glas. Salzig schmeckte es bitter, auch nach süßen Blüten. Leider hin, bevor er duldete keinen Widerspruch, wollte mir schon das Wasser über den Leib gießen. Ich sollte die Stufen hinab ins Becken steigen. Da tauchte ich ins salzige Wasser, samtig kühl, so angenehm. Die Wirbel vom Blanchen wiegelten sich an der Decke. Ich blanschte auf der Stelle mit dem Fuß vor dem Stein, auf dem ich eine Weile saß. Ich blieb stumm, wie blieb es auch, meine Blaue.